Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gaming News. Ich bin Rektalin und ihr schaut Fibler Games for You. Jeder Folge Anfang sind die Veröffentlichungstermine der kommenden Woche und so soll es auch diesmal sein. Am Mittwoch erscheint Ace Combat Infinity für die PlayStation 3. Darauf folgt am Donnerstag FIFA 14, welches ihr ab heute auch auf unserem Kanal als Let's Play erleben könnt. Der Freitag ist bis oben hin mit neuen Games vollgestopft, denn es erscheint Armored Core Verdict Day für PlayStation und Xbox, Deadfall Adventures für die Box, Disgaea Dimensions 2, A Brighter Darkness für die PlayStation und Inazuma 11 3 für den 3DS. Damit kommen wir aber auch zu den News dieser Woche. Sony gab einige Informationen bekannt. So wurde mitgeteilt, dass die Upgrades von PS3 zu PS4 Versionen einiger Spiele, wie zum Beispiel FIFA 14, Battlefield 4, Assassin's Creed 4 und so weiter, 10 Euro kosten werden. Dazu wird in der PS3 Version ein Code beiliegen, welcher dann auf der PS4 den Download der PS4 Version für 10 Euro ermöglicht. Wichtig ist aber, zum Spielen wird die PlayStation 3 Blu-ray im Laufwerk der PS4 benötigt. Nur NBA 2K 14 tanzt hier aus der Rolle, denn dessen Upgrade schlägt mit 15 Euro zu Buche. Weiterhin wurde bekannt, dass auch die PlayStation 4 Gameplay-Aufnahmen via HDMI erlauben wird, auch wenn es noch nicht sicher ist, ob dies zum Start möglich sein wird. Das neue Online-RPG von Capcom mit dem Namen Deep Down wird ein Free-to-Play-Titel für die PlayStation 4 mit einer Beta kommenden Februar. Rockstar hat mit dem in dieser Woche erschienenen GTA 5 binnen 3 Tagen 1 Milliarde US-Dollar umgesetzt. Das ist eine mehr als beeindruckende Zahl, aber auch nötig für ein Spiel, das selbst die Kosten für den Film Avatar überstiegen haben. Atlus, das Studio hinter der Rollenspielserie Persona, wurde von Sega gekauft und ist damit aus den finanziellen Schwierigkeiten des Mutterkonzerns gerettet. Hoffen wir darauf, dass dies den Weg für Persona 5 ebnet. Microsoft hat diese Woche bestätigt, dass der HDMI-Import der Xbox One auch dazu genutzt werden kann, seine PS4 anzuschließen. Demnach können PS4-Spiele über die Xbox One gespielt werden, beziehungsweise gibt es die Möglichkeit, anstelle des TV-Signals eben das PS4-Signal zu sehen auf dem Bildschirm. Es wäre sogar möglich, 2 Spiele gleichzeitig zu spielen, sprich Xbox One's Rise und daneben Killzone 4 auf der PS4 via Splitscreen-Funktion. Dafür wird man die Xbox One aber nicht senkrecht aufstellen können. Spieler können dieses nur auf eigenes Risiko tun, denn die Konsole sei nicht für eine senkrechte Position designt worden. Sony bestätigt Gestensteuerung via PlayStation Eye Kamera. Dies ermöglicht Kinect-gleiche Eingaben auf der PlayStation 4. Nintendo bringt Wii Sports zurück auf die Wii U in HD und mit Online-Play unter dem Namen Wii Sports Club. Abschließend habe ich aber noch eine Frage an euch. Was denkt ihr über das Remake von Zelda The Wind Waker? Wollt ihr das gucken oder ist das für euch eher langweilig? Habt ihr da eine Meinung dazu? Bitte in die Comments, würde mich sehr interessieren. Das war's dann aber auch schon für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage ciao ciao, bis zum nächsten Mal.